Würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wollt ihr die erste Frage hören? Ja, etwa. Für den Chat noch. Ich werde den Leuten jetzt hier im Discord die ganzen Textsachen reinschicken. Und die haben dann, je nachdem, eine Minute Zeit oder mal 2 Minuten, das sage ich vorher immer, um halt auf die Frage zu antworten. Und wir können dann hier zusammen im Chat guessen, aber ich werde natürlich keine Tipps geben und so weiter und so fort. Also, jetzt kommen erstmal die ersten 5 Fragen und dann schauen wir weiter. Und ich kopiere mal gerade. Also, denkt daran, dass ihr einen Spoiler macht für eure Frage, weil dann können wir das so nach und Ja. nach aufdecken. Das ist ganz cool. Okay. Und ich hoffe einfach mal, das funktioniert jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Die aller. Guck mal, man sieht sogar nicht mal die Fragen, die ich reinschicke. Ich muss gleich mal gucken, sieht man das wenigstens so im Chat, dass man dann. Ja, okay. Ich füge das ein. Das sieht man sogar noch gar nicht. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt. Die erste Frage. Ich bin so dumm, ich habe noch nicht mal einen Timer hier. Sekunde! Lolli, wie ich verliere wegen dir meine Punkte. Es tut mir leid, wenn du 4000 wettest. Wette doch mal weniger. Oder auf jemand anderen. Ihr Hast du dürft drauf im Druck, Chat ne? antworten, ja. Ich warne dich. Ja, es tut mir leid, der Crypt. Gewinn den Scheiß. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, die erste Frage ist einfach eine Okay-Frage, dass wir alle mit einem guten Gefühl hier reinstarten. Ich bin gespannt. Ja, Wir ihr fangen macht nicht Bier. bei Irgendwelche der ersten. Fangfragen? Ich habe Angst, dass ich Nein, 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 habe ich ja Fangfragen. gesagt. Gibt keine Fangfragen. Also ihr werdet nichts irgendwie haben, wo Beispiel Slaughterhouse nicht Slaughterhouse ist, sondern halt das Insane Team Slaughterhouse oder sowas. Ja, das schreibt man ja anders. Das hat, glaube ich, ein großes H. Ich wollte 6k setzen, aber Luca hat nicht refundet. Ja, Chillig. das kriegt ihr schon hin. Nee, Also die wir erste schreiben. Frage geht ein bisschen Richtung History. Und zwar habt ihr dafür, sobald ich lossage, 1 Minute Zeit zum Antworten. Und zwar, in welchem Jahr ist GD 1.6 erschienen? Das ist das Electrum and Adventures bzw. Clubsim Update. Und eure Minuten beginnen ab jetzt. So. Eben senden wir trotzdem alle gleichzeitig rein? Ja, am Ende sendet ihr gleichzeitig rein. Okay. Warte mal. Einen Spoiler davor machen, ne? Ja, Ja. Slash Spoiler. So, das ist Also erstmal. eigentlich Ist gibt es ein nur zwei Möglichkeiten für mich. das ist die Warte, muss erste. ich. Weil ich habe kurz eine Frage. Muss ich meinen. Jetzt bei dem Spoiler, muss ich die Message da. Also da steht ja Message. Muss ich das ausradieren oder Nee, einfach dahinter passt schon, das schreiben? passt schon. Du machst Slash Spoiler und dann ist es automatisch Und dann richtig, einfach oder? schreiben, okay. Ja. Und wenn nicht, dann wirst du es danach ja herausfinden. Also ich meine, das ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Das ist, by Ich the way, meine, das das ist. Update, wo ich angefangen habe zu zocken. Das ist das. Deswegen habe ich mir das Update ausgewählt. Lustige Story, ich hatte damals auf meinem Handy 1.9 und als 2.0 rauskam, konnte ich nicht updaten und hatte dann erst 2.0, als 2.1 draußen war. So. Oh, ich habe ganz vergessen, mich anzugucken, aber die Zeit ist jetzt um. Okay. Oh, sorry, das nächste Mal sage ich euch dann schon die 10 Sekunden rein. So, aber ihr habt alle deine Antwort. So, und jetzt ist das Witzige. Die Jungs haben das mit Spoiler geschickt. Ihr seht das nacheinander, was die Leute geschrieben haben. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt unterschiedliche Antworten gibt. Ich bin ehrlich, ich hatte wirklich keine Ahnung. So, Crunchy hat 2016 geschrieben. Interessant. Dann haben wir Terminator mit 2014. Und 2009 bei Lolliger. Okay, also. 2000, ich hab geraten. Ich wollte rechnen, aber dann ist mir eingefallen, ah nee, ist es falsch. Weißt du, Eigentlich was nicht. 2009 war? Ja, weiß ich. 2009, hast du da gelebt? Da war ich 8 Jahre alt, hä? Ich glaube, da gab es noch nicht mal Smartphones. Nicht Ach so. wirklich, ne. Na, da war ich 3, da hatte ich auf jeden Fall schon eins. Nein, natürlich nicht. Okay, also ich kann euch Du sagen, weißt meine Punkte und ich sagen. wir haben einen richtigen, das ist in dem Fall Terminator, denn Ja, klar. GD 1.6 ist 2014 rausgekommen. Irgendwann, Ich glaube meine, ich. ich wusste, dass es 2013 rauskam, das Game, und dass im ersten Jahr richtig viele Updates kamen. Aber da war halt die Frage, ob 2013 oder 2014 für mich. Ich wollte nochmal rechnen, aber dann war die Zeit zu Genau, Ende. Wie willst du da rechnen? 25. März 2014 war der Release. Da haben wir auch schon ein paar im Chat haben auch schon verkackt.
Aber ich notiere mir mal gerade bei Terminator einen Punkt. Das mache ich am besten so. Ja. Kann ich jetzt eigentlich ein großes V bekommen? Wo jetzt? Bei mit dem Das Overlay? Team-Titel. Beim Team-Titel. Hast du TV beides groß geschrieben? Ja. Oh Gott. Warte, wie mache ich das denn hier im Stream Manager? Stream-Info bearbeiten. Dann habe ich es aber im Overlay auch falsch geschrieben, glaube ich. Im Overlay ist es richtig. Also, oh. Ja, da ist ein großes V, let's go. Gab's nicht erst letztens eins? Wahrscheinlich. Oh Mann, so ein Hänger. Achtel. Ja. Boah, Also 2.14. Ich hätte nicht gestern gedacht. wurde ja die Lite-Version geupdatet. Da konnte man sich die Icons anschauen, was Achso, die das Skills mein. meinte. Das, dann meint Kause das vielleicht auch. Achso, meinst du mit Quiz? Ja, Quiz war letztens auch in Richtung Veyon, aber das war ein bisschen größer aufgelegt, nicht so ein Tournament, das ist ein bisschen was anderes. I mean, die Idee hatte ich auch schon zur selben Zeit, aber es ist ja jetzt auch keine Idee, kein nichts, kein Novum in dem Sinne. Von daher. So, ja. War jetzt doch noch eine machbare Frage, oder? Für mich. Ich hatte ehrlich gar keine Ahnung. Ich hatte auch gar keine Ahnung. So. Ich wusste einfach, dass viele gesagt haben, das Update, das jetzt kommt, dauert schon ewig. Da habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich so auf 2018 ungefähr. Und dann gehe ich noch ein paar Ja. Jahre runter. So habe ich gerechnet, Ich aber wollte ehrlich, halt gar keine Ahnung. minus 8 machen, aber ich bin scheiße in Mathe. Ich brauche immer lange, um zu rechnen. Ich weiß halt nicht, was ich so Oh. jetzt noch dazu sagen will, weil vielleicht erzähle ich jetzt auch was. So in dem Kontext, dass dann einfach die Antwort auf eine andere Frage schon ist. Ja, also es ist so Sachen History wird erstmal in diesem Quiz nichts mehr kommen. Das kann ich euch schon mal spoilern. Okay, weil 2.2, So. also was ich noch sagen wollte, ist ja, dass 2.1 ja Anfang 2017 kam. Das ist das Traurige. Ja. Also noch sogar noch länger, okay. Ja, 5 Jahre waren vor kurzem da so ein Jubiläum. So, jetzt kommt übrigens eine Frage, die könnte im Prinzip jeder von euch beantworten, wenn ihr halt richtig nachdenkt. Ich habe schon mal meinen Spoiler ready. Ich füge mal die Frage ein. Rein theoretisch können wir doch auch früher antworten, wenn wir es ja wissen. Mit dem Spoiler ist ja eh egal. Ja, wenn ihr euch gegenseitig vertraut, könnt ihr das machen, weil im Prinzip könnten dann ja eure Antwort aufdecken. Ach so, ja. Ja, ich Müsst habe ihr da, halt also für euch brauche ich wissen. nicht. Richtig nachdenken, darin ist Lolli nicht sehr gut. Nee, nee, ich So. bin. Und Lolli streamt das eh, also. Ohne Problem. Aufgepasst. Die nächste Frage. Da gebe ich euch ein bisschen länger Zeit. Oh shit. Weil da ein bisschen Nachdenken gefordert ist. Da kriegt ihr 1,5 Minuten Zeit. Und zwar lautet die Frage: Wie viele Seiten hat das Main-Level-Menü? Also gestartet bei Serial Madness. Und ihr dürft Wow, so muss ich nach. da nachdenken. Ja, so ein bisschen halt. Pass auf. Nee, nee. 3, Fertig. 2, 1, let's go. Lassen wir die Zeit jetzt vorbei, oder? Gerade wirklich jede Seite? Jede Ja. Seite. Jede Okay. Seite. Ja, jede Seite zählt als Seite. Seite ist Seite. Ja, weil. Ja, okay. Ich frag nur. Ja, es kommt Brauchst du auch. ein Wenn bisschen? du dich darauf vorbereitet hast, musst du natürlich nicht viel nachdenken. Wenn du jetzt dich nicht darauf vorbereitet hast und kurz überlegen musst, dann dauert es. Ich wusste selber nicht, deswegen bin ich die Frage genau so im Kopf durchgegangen. Und da habe ich schon ein bisschen länger als die Minute gebraucht, um alles zusammenzuzählen. Warte mal. Ah, nee, 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 okay, nee, nee, okay. Ich weiß meine Antwort. Oh, wir haben schon zwei Antworten. Eigentlich weiß ich das sogar. Ja, ich weiß es eigentlich. Also auch ohne nachzudenken. Ja, GD Monster ist da schon auf dem richtigen Dampfer unterwegs. Glaube das. So, noch 20 Sekunden. Ah, du bist Ich bin. fertig. Okay. Ihr seid euch sicher, ne? Dann kann ich das abbrechen. Okay. So. Ja, ich hab ein paar richtige Antworten gesehen. Und am Anfang, glaube ich, auch ein, zwei falsche, aber ich glaube, am Ende haben alle den richtigen Nenner gefunden hier im Chat. Wir fangen mal mit Terminator. Der sagt 22.
Oh ja, bitte, Tommy, hast du richtig. Bitte, ich habe auch 22. Seid Ich alle habe drei alle 22. Ah, oh, 22. okay. Ja, Ich der habe alle 22. 22 ist richtig, tatsächlich. Also, ich hatte Oh gehofft, mein dass vielleicht einer darauf reinfällt und sagt, ja, 21 Level und dann vergisst er die Das ist auch eine Coming-Soon-Seite. Fangfrage. Nee, Das nee, die. ist ja keine Die. Ich Fangfrage, es wollte ist. gerade. Ich wollte gerade fragen, ob der Coming Soon Screen Genau, zählt, deswegen, aber. das wollte ich nämlich Ja. auch sagen. Nee, weil das ist ja Darum eine geht's. Ja, Seite das ist ja und der Trick. Luke hat ja nicht nach den Leveln gefragt, sondern nach den Seiten, nicht nach Ja, den genau. Leveln. Ja, Und ja. nachdem Deswegen. bei wie viele Main Level gibt es, wäre vielleicht auch 22 gewesen. Gibt es 22 Main Level? Nee, eigentlich 21. 21, ne? Ja. Aber Ja, da wenn man habt die ihr. Kalems zählt. Ja, das Challenge, aber. Das Challenge. Ja, ich weiß nicht. So. Oh, bis jetzt einige im Chat auch noch fehlerfrei. Das kann sich aber schnell ändern. So, aber. Ich bin zufrieden mit euch. Das macht Der ihr Chat gut. ist Ihr macht eher am das gut. Googeln. Jeder 22 hat. Der Chat ist eher im Chat. Was sagt ihr dazu? Die bescheißen doch hier. So, ich muss mal kurz zwischenspeichern das Dokument, sonst am Ende verliere ich alles. So, wir haben Ich damit wollte einen ja den. Stand von 2 Punkte bei Terminator und bei den anderen beiden jeweils einen. Nur das, ich gebe euch aber zwischendurch den Stand durch, dann passt das ja. Was sagt ihr jetzt zu meinem hässlichen orangenen T-Shirt? Ich habe heute leider Orange ist eine kein coole anderes Farbe. T-Shirt mehr da gehabt. Orange ist eine coole Farbe. Sieht aus wie ein Kürbis. Ja, genau. Ey, Mann. Ist Google erlaubt? Also Googlen ist ja langweilig, macht ja keinen Sinn. Du hast ja im Prinzip, wenn du gut googelst, immer alles richtig. Ist ja wieder, als wäre in der Klausur Googlen erlaubt. Ja, eine Ist Minute ein reicht dafür, Spickzettel Commons quasi. herauszufinden. So. Die nächste Frage ist auch predictable. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, machbar. Und wer sich darauf vorbereitet hat, wird es sehr wahrscheinlich richtig haben. Denn, ich frage euch, auf welchem Listplacement liegt Hartmaschinen? Stand heute. Oh, das weiß ich. Oh mein Gott, Eine das Minute weiß ich. läuft ab jetzt. Und da ist Tominata sofort. Das hat Tominata schon durchsickern lassen gestern in der Besprechung. Ja, die List ist mein Ding. Es gibt ja, es gibt Ja. so ein Quiz, da macht man quasi die List-Level so, muss man die guessen und da hat man jeweils die Creator dastehen. Und das schaffe ich immer so in 10 Minuten. Ich habe mir gestern extra nochmal die Liste angeguckt. Ich kann auch extra nochmal Hartmaschinen. Point Grid aufmachen, dass wir gleich irgendwann nochmal Evidence haben für meine Hartmaschinen Aussage. ist auch I don't einer know. meiner Favorites, also einer meiner Favorite-Lists. Ach, guck mal, hätte ich sogar 30 Sekunden machen können. Ihr seid euch alles sicher und wollt nicht mehr ändern, ne? Oha, das Quiz kann uns Levelpunkte auf deinem Discord-Server geben. Das ist voll Ja, schlau. wir sind hier am Farmen. Okay. Ich glaube, wir sollten gebannt werden. Okay, also der Chat, der weiß es schon wieder, der hat es richtig. Die Frage ist, wie sieht es bei euch aus? Terminator, du sagst 6. Genauso wie. Oh, Crunchy sagt 8. Lolli sagt 6. Und wir ziehen uns mal gerade. Wobei, den Zügen kann ich nicht Ist rüberziehen, ich habe Truefit. eine andere Aufnahme. Truefit war auf der 6 und wurde dann auf die 8 gemoved. Und Hard Machine ist auf der 6. Zum aktuellen Ja, Zeitpunkt. weil das wurde von der 8 auf die 6 platziert, das weiß ich. Das weiß ich. Könnte man Und das ich Ding habe gleich mal durchgehen? absichtlich Hard Machine genommen, weil das manchmal so ein Level ist, das man schnell mal vergisst. Ja, ich denke mir, also Hard Machine ist jetzt ein Level, da denke ich mir so, warum ist das eigentlich in den Top 10? Wie kann das jetzt eigentlich sein? Ja, eigentlich ist Hard Machine einer meiner Favorites, Top. Einer meiner Favorite-Dinger. Ja, Demon-List. So, also Terminator Rush bis jetzt durch. Auf dem zweiten Platz haben wir Lolly und auf dem dritten Platz jetzt gerade Crunchy. Aber das kann sich alles noch ändern. Haben noch viele Fragen vor uns. Ich könnte jetzt anfangen, so die Liste aufzuzählen, bis so, keine Ahnung, Platz 25 oder so, aber ist Level nicht fuck mich. notwendig. Das wäre schon ein harter Flex. Ich habe mir halt gestern die Top 20 angeguckt und halt die, glaube ich, Top 100 bis so 125 so ungefähr. Und Crunchy, bliebst du noch? Ja. Weiß ich ja nicht, ey. Ich bin echt gebrochen. Das Nee, keine Ahnung. kommt Also das mit dem Hard Machine fühle ich. Also ich hätte, glaube ich, ein paar andere hätte ich eher gewusst, aber echt keine Ahnung. Ich habe mir so gedacht, so 7, 8, 9, so da hätte es sein können, aber echt keine Ahnung.
Ich seh Lukas Stream, der genau das gleiche macht wie ich. Er geht rüber zum Level-Tab, kommt zurück und alle Spoiler sind wieder dunkel, wenn man nochmal auf alles aufdrückt. Ja, das triggert mich. Das hab ich auch gerade eben gemacht. Das hab ich auch gerade eben gemacht. Aber komm, du hast noch Leute, die dich believen, friendly. Schaffst das. Und. Boah, ihr seid ja. Ihr seid ja alle nicht so die Bilder, ne? Creator, ja. Ich schon ein bisschen. Lolli so ein bisschen? Weil wir bewegen uns jetzt rüber in den Creator-Modus, in den Editor. Und die ganz einfache Frage, die ich von euch wissen will, mit, wenn ich den Timer auf habe, eine Minute Bedenkzeit, ist, was ist ohne Erweiterung die offizielle maximale Anzahl an Objekten im Editor? Okay. Ich glaube, das weiß ich sogar auch. So ein Sweater, er hat einfach nach 2 Sekunden fertig gehabt. Ich glaube, das weiß ich auch. Hoffentlich. Ach, scheiße. Ah. Ja doch, das müsste eigentlich das sein. Okay, ja, ich habe nicht bei den Timer gestartet, ich bin dumm. Naja. Acraft sagt, er bereut es mir, in mich zu belieben. Aber obwohl ich nur eine Frage bisher falsch habe, aber die anderen zwei hier ist richtig. Und Acraft sagt bereut. So. Bereut. So, hier gibt es schon Unstimmigkeiten im Chat, aber ich erkläre euch auch warum. Wir haben extra die Frage gestellt ohne Erweiterung. Das heißt, ganz, ganz raw. Es geht jetzt mit ohne Erweiterung ja nicht nur um so Mega-Hack-Erweiterungen, sondern einfach generell auch in-game wird man ja nochmal gefragt. Ja, ne? Ja, genau. Und da, wie Tominata sagt, sind wir bei. Ah, oh, nee. 40.000! Jawohl! Es waren 40.000! Ja, was passiert halt davon, dass ich recht oft irgendwelche Level kopiert habe, um nachzuschauen, wie lang die sind. Und dann gehe ich einfach dort, wo steht, wie lang die sind, stehen auch die Objects. Und da steht da immer von 40.000. Ja. True, ja. Da hatte ich das auch. Das hätte ich eigentlich auch wissen sollen, weil ich gestern mir alle Main-Level durchgeguckt habe. Das hätte ich eigentlich auch wissen können. Alle voll, ja, Crunchy! Jawohl! Damit haben wir den Stand von 4 Punkten bei Tominator und jeweils 2 Punkten bei Crunchy und Lolly. Nee, weil die jubeln Crunchy an, weil Crunchy mich jetzt überholt gleich. Nein, niemals. Ich glaube, die jubeln, weil ich einfach in der Creator-Frage richtig gelegen habe. Kannst du auch keinem erzählen. Das ist aber halt auch einfach so eine Ultra-Basic-Frage. Stimmt. Ja, also man weiß es halt immer, weiß ich immer. Man hat sich doch vorbereitet oder man hat sich nicht doch vorbereitet. So, wir haben noch eine fünfte Frage, dann ist die klassische Quizrunde schon vorbei. Ha. Und die Frage ist, glaube ich, die schwerste Frage von denen. Weil wenn man sich mit ein bisschen Leveln auskennt, dann ist es machbar. Wenn man sich ein bisschen in der Community auskennt, dann vielleicht auch, aber es kann auch durchaus schwierig sein. Deswegen. Oh Gott. Mit einer Minute Bedenkzeit frage ich euch. Es ist eine kurze Frage. Wer hat Freedom 08 verified? Oh mein Gott. Damit. Ich glaube, das war. Ah, nee, der Boogie verified. Ah, ich nee. Ich bin nicht sicher, aber ich. Okay, da kommt schon das erste I don't know. Scheiße, Mann, ich dachte. Nein, ich der Boogie verified. Ach scheiße, ich habe auch gar keinen Plan. Okay, überlegen, wie heißt er. Ich glaube, das war. Weil wir müssen nicht den genauen Ingame-Namen von dem Typen dann. Nee. Also es muss klar sein, wer gemeint ist. Das Name ein. Wie heißt denn der nochmal? Ah ja, doch, ich weiß doch, wer er ist. Aber. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Deswegen sage ich den Typen. Ich sag den. Oh, ich bin gespannt, ob einer von uns richtig hat. Ich wusste es, weil ich mir letztens noch das Video angeguckt habe, aber. Ich finde Lolis Antwort richtig gut. Okay, also. Ich habe mir mal die Antworten angeschaut. Und entweder ist nichts richtig oder meins. Ach so. Ich habe mir das Freedom 8.0 Video auch letztens angeguckt, aber ich habe seinen Namen wieder vergessen. Oh, das ist der. Aber es könnte. Oh nee. So, und zwar haben wir einmal die Antwort bei Tommy Golden, bei Crunchy Cursed. Hat Cursed zu der Zeit schon gespielt?
Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Die's Nuts Gaming, Alter. Gibt's den wirklich? Die's Nuts Gaming hat Boogie verified. Deswegen habe ich den Typen genommen. Ich wusste nicht, wen ich denn sonst nehmen soll. Wir haben das, was Tommy sagt, ist tatsächlich eingetreten. Golden ist der Verifier von Freedom 08. Let's go. Und das weiß ich nur, weil ich heute Morgen das Video von Nepesta zu Freedom 08 gesehen habe. Ach so, okay, krass. Krass, dass das daher weiß. Ja. Cursed Hour. Roll Crunch. Ah, geil. Geil. Okay. Damit steht es 5:2. Ja, warum eigentlich hätte ich das auch wissen müssen, weil ich habe ja letztens diese die kompletten List Demons gespielt vorgestern. Also alle habe ich gespielt. Wie, du hast alle gespielt? Hast du alle kurz angetestet oder was meinst du? Also ich habe mir so eine Challenge vorgenommen, dass ich bei den ganzen Top 50 List Demons mindestens 1% oder mehr bekommen will. Und die ich halt schon hatte, habe ich halt dann ausgelassen und Freedom OA hatte ich halt noch 0%. Dann habe ich das gespielt, aber dann habe ich nicht auf den Namen geachtet, wer das war. Ja, aber das ist auch nicht auf Goldens Account. Ja, aber trotzdem, ich habe trotzdem in die Kommentare geguckt. Nee, das ist auf jeden Fall ein Account. Ach ja, ich meine mich auch daran zu erinnern. Auf jeden Fall, es ist eine Frage, weil das Video, das Verify-Video ist relativ popular tatsächlich, weil die Reaction auch ziemlich bekannt ist. Aber das ist eine Frage, da kann ich verstehen, wenn ihr die nicht wisst. Aber Tominata, du bist gerade noch auf einer 5-on-5-Streak. Denkst du, du machst die 15 voll? Das ist aber so ein Level, das feiere ich gar nicht. Einfach nur, weil der Song mich so nervt, weil der nur dazu ich da ist. Ich liebe diesen Song, Alter. Ich finde ich den Song auch. Okay. Ich auch. Der Song ist ein guter Oso-Song auch. Das hätte ich zum Beispiel gewusst, aber sonst nicht. Ach ja. So. Apropos, wenn wir gerade schon mal drüber reden. Ja, was meinst du? Nee, nix. Wenn wir schon mal über Songs reden, kommen wir doch direkt zu der Zusatzkategorie. Hier geht's euch drum. Ich erklär's euch einmal ganz kurz. Ihr habt ja bestimmt schon mal GD auch mal geguckt, wer so die Songs gemacht hat und sowas, ne? Ja. Yep. Denn im Prinzip will ich jetzt von euch, ich schicke euch gleich hier 5 verschiedene Songs rein. Ihr dürft dann da 1 Minute drin rumskippen, wie ihr wollt. Und dann müsst ihr mir den Interpreten und den Songnamen nennen. Okay. Beides. Am besten beides, ja. Also mit Interpreten, was meinst du mit Interpreten? Also quasi, der es gemacht hat. Achso, okay. Jawohl. Genau, und da ist wichtig, die Leute, die die Songs in GD laden, sind nicht unbedingt die richtigen Interpreten. Ja, da steht teilweise ein anderer Name. Mir fällt da gleich ein Beispiel ein, aber das sage ich nicht. Auch ein Featuring zum Beispiel? Jetzt zum Beispiel Terminite und Sorgner? Als Beispiel? Ja, oder gibt's was nicht? Aber jetzt in dem Fall kommt es, glaube ich, gar nicht vor. Okay. Ich also zum Beispiel gibst du uns jetzt irgendwie Studio Madness, dann müssen wir Studio Madness hinschreiben und dann den Namen. Ja, wo? Wer hat nochmal Studio Madness? Ach, ich glaube Forever Bound, ne? Sowas hätte ich auf keinen Fall gewusst. So ich auch nicht. Also bitte keine Main-Level. ich ein paar Main-Level wüsste ich, aber sonst. Ich kenne fast alle Main-Level. Ich hoffe, das geht jetzt hier so rein, wie ich es mir vorstelle. Zack, zack. Song 1 von MP3. Ich würde euch vor allem als allererstes raten, erstmal die Discord-Lautstärke runterzustellen, weil die pumpt euch echt die Ohren weg. Okay. Ich schicke euch den Song rein und ihr habt dann ein bis zwei. Ich höre da mit dem Chat auch ein bisschen rein. Wir hören uns ja dann. So. Genau, ihr könnt auch wieder gerne mitraten im Chat. Und dann geht es los. Beziehungsweise noch nicht. Stellt am besten erstmal die Lautstärke runter. Und dann könnt ihr jetzt starten. Oh mein Gott. Oh, das ist easy. Jetzt muss ich das nicht falsch schreiben. Cookie, nicht das Level. Den Songnamen und den Interpreten bitte. Ihr schaut alle Level rein. Ich weiß welches Level die gerade die ganze Zeit reinschreiben. Ja, es gibt 2 Banger Level. Ja. Das ist auch einer meiner Favorite Songs, also. Das ist auch einer meiner Favorite Songs. Danke, dass du den genommen hast, Luca.
Der Song ist geil. Habe ich auf dem Osu gespielt und das endlich mal endlich. Ich hab den auch mal in Osu gespielt. Noch 10 Sekunden. Boah. Ich hab actually echt keine Ahnung, wie der Song heißt. Maybe so. Ah ja. Ich hab actually keine Ahnung. Achso, wir machen einfach der Ausmaß. So, wir haben Antworten. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich sehe es gerade im Chat und denke mir einfach nur, oh Gott, wie behindert bin ich. Oh, oh, oh. Ah, Elkoff hat's rausgefunden. Oh mein Gott, oh. Okay, wir gucken mal. Das tut so weh, ich sehe es im Chat und denke mir, ich bin dumm. Agree about. Geil. Ich dachte mir echt so, könnte Creo sein, aber nee, das ist doch nicht. Baum ist fast Magma-Baum. Oh. Ja, deswegen, ich dachte mir vielleicht von Magma-Baum auf einfach Baum kommen, scheiße. Ja, das ist halt so gar nicht Creo-Sound irgendwie. Bei Magma-Baum ist das ganz weird, wenn man danach einem Ultra-Low-Detail-Mode-Level sucht, findet man erstmal eins, das ein halbes Layout ist und das zweite ist dann erst gut, das ist voll verrückt. Ja. Ja, mir ist es aber einfach gar nicht in den Kopf geschossen, ne? Gar nicht. Eigentlich weiß ich das. Also im Zweifelsfall, wenn kein Saxophon drin ist, dann ist es nicht Creo. Ja, ja, das stimmt. Ich habe einfach irgendwas random genommen, ne? Ich hatte gar keine Ahnung. Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, das ist auch ein Format, da kann man auch ganz schnell reinschleißen, wenn man es gerade einfach nicht im Kopf kriegt. Ja, Mann. Aber ich notiere mal einen Punkt bei Tominator. Schon wieder. Und Lolli. Und bei Lolli. Innen. Wie viele Punkte habe ich mehr als... 6 oder so. Genau, es steht 6 zu 3 zu 2. Ist aber, glaube ich, die Rechnung ist immer noch locker auffüllbar für Crunchy. Ja, ja. Ich glaube, Tominator hat bisher alles richtig. Hey, Tommy zieht hier durch, das war klar. Wie gesagt, diesen Crackhead, wie du gesagt hast. Ich habe eh gewusst. Was jetzt schwierig war das mit Freedom of Agent, das wusste ich durch Zufall. Aber eigentlich nur A-Grift auf mich gebettet. Ja. 30% Simon. Perfekt. Ja, aber jetzt hast du ja schon mal so einen leichten Anhaltspunkt, wo du üben kannst. Hör mal jetzt einen Creo-Song, bitte. Damit ich mich hier aus der Scheiße rausretten kann. Ey. Boah, mir fällt gerade auf, wenn ich es jetzt selber vergesse, ist blöd, ich habe mir die Antworten dazu nicht aufgeschrieben. Ich weiß es einfach aus dem Kopf. Ja, ich werde es eh wissen, dann kannst du dann meine Antwort sehen. Ja, ist klar, ja, ja, ja. Ey, 6 Punkte und schon abgehoben, so Ding ist das. Wir machen mal weiter mit dem zweiten Song. Ich glaube, ich weiß sogar wieder, welcher der zweite Song war. Geil, Simon, immer. Ich sag dir, ohne Witz, das ist doch schwierig. Das ist, glaube ich, der schwerste oder zweitschwerste Song, ich weiß es gar nicht. Und ich finde mal gerade raus, was der dritte Song ist für mich, dann während jeder den Song anhört. Das ist mir dann wichtig. Weil ich weiß gerade noch Song 3, Song 4, glaube ich, aber den letzten Song, den ich weiß ich gerade nicht mehr. Aber wenn man den Namen kennt, wer... Also wie der Song heißt, aber nicht weiß, wer den gemacht hat, kriegt man einen halben Punkt. Was wollt ihr mit halben Punkten? Ja, oder sagen wir mal so der näher dran ist. Oder einfach gar keiner. Wenn keiner weiß, weiß es keiner. Ich will schon... Also komplett. Ja, ist okay. Okay. So einen Song, den verdächtige ich, dass der kommen könnte. Es tut mir leid, ich muss mal gerade ganz kurz GameFidash öffnen und mir den Song an, den ich als letztes geholt habe, weil ich hatte Real Talk einfach vergessen, wie der heißt. Ich habe viele Songs, die ich mir vorstellen könnte, die jetzt kommen. Ey, das ist so schlimm, ne? Ich erkenne direkt Magma Bound, Napalm, hätte ich sofort gewusst und einfach. Ja, wenn ich lese Twistmix und Classic. Das ist der Song von Napalm? Ja, ja. Oh mein Gott, ich habe gestern gehört, dass der Song bei Napalm überhaupt nicht passt, aber ich wusste nicht, welcher Song bei Napalm läuft. Aber Classic Pursuit kann ich mir bei Napalm ja mal gar nicht vorstellen. Deswegen, das hätte ich sofort gewusst, aber. Ich glaube, Luca hat den Song genommen, weil er einfach letztens ein Easy Demon mit dem Song gespielt hat. Ja, weil er den Song hören wollte. Das auch, ja, das ist auch. Ich habe die Demon auch irgendwie gestern oder so gespielt und completed. Wegen dem Song. Gönn Vorlinge ab, Digga, das weiß ich. Boah, das weiß, glaube ich, jeder von uns. Ich bin so unfähig, ne? Es ist weißt du auch den Artist? Weißt du auch der das gemacht hat? Denke ich. Ja, kenne ich. Ja, okay. Ja. Warum? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ja, aber dann ist ja mir wieder ein. Trailblazing heißt es, Demon. Ja, Trailblazing, genau. Warum habe ich keine Maus neben mir? Was soll denn der Scheiß? Wie dumm, egal. Dann lassen wir es erstmal. Geil, wir finden schon raus.
Vielleicht kennen es ja auch ein paar im Chat. Na, egal, wir machen jetzt mal Song 2 weiter. Viel Spaß, Freunde. Ich mache euch noch kurz den Timer ready und dann können wir starten. So, 3, 2, 1. Und guten Rat. Oh, wow. Oh, ich habe den Song letztens gehört. Das ist der Banger. Stimmt. Oh, das ist ein absolut guter Song. Darf ich fragen, ob auch Remixe drin sind oder ist es immer das Original? Das ist immer das Original. Ich habe die Songs aus den GD-Files rausgezogen. Okay, okay. Ich habe keinen Plan. Ich kenne den Song, aber ich habe keinen Plan, wer den gemacht hat. Simon, Alter, als ob Simon noch nicht Space Lord 2 gespielt hat. So ein gutes Level. Der Song ist so geil. Oh, ich hasse das so sehr, wenn du den Song kennst, aber nicht den. Oh Mann. Ja, also noch 15 Sekunden. Jetzt beide Songs ich hab ich immer noch Musik-Playlist drin und kenne ich auch so und kenne ich auch gleich ein Level mit, also. Ja, also ich hab mit nichts geantwortet, ich hab nur den Namen. Ich hab echt keine Ahnung. Ich hab nur damit geantwortet, wen ich denke, wer das gemacht hat und so. Hopp, Zeit ist um, mit einmal entweder. Ich hab keine Ahnung. Achso, keine Ahnung, heißt keine Antwort. Ja, ich hab auch echt keine Ahnung. Aber der Song ist echt geil. Ich hab den Song gehört, aber ich kenne doch den Namen nicht. Ja, okay. So, da weiß ich sogar auch auswendig. Es kam bei einem hier auch direkt vielleicht aus der Pistole geschossen bei Goki. Das Max Cyclone ist so ein geiles Level. Hydra. So. Ach so, Hydra. Ich hab seinen Namen, ich hab von F77 den Namen falsch geschrieben. MDK77, ja, ist klar. Kann ich es kurz bearbeiten? Nein. Das bearbeiten, aber halt. Das bringt ja nichts. Das, ja, eben. Können wir es bitte zählen als F777? Nein. Also wirklich nicht. Egal, ich hätte so wahrscheinlich keinen Punkt bekommen, weil ich nicht weiß, wie der Dingens heißt hier. Song. Ja, es ist aber in Ordnung. Also, das war, glaube ich, auch das Schwerste, glaube ich. Das ist ein Song, den kann man vom Dingens vielleicht nicht unbedingt kennen. Gut, Songs ist halt so, entweder man kennt ihn oder man kennt ihn nicht. Ja, genau. Ja. So, damit haben wir einen Zwischenstand von 7 zu 3 zu 2. Und wir sind bei ungefähr der Hälfte angekommen. So, Wenn ich 11 Punkte bekomme, dann habe ich gewonnen. Wahrscheinlich. Ja, in der Theorie schon. Aber vielleicht kackst du jetzt noch unnormal rein. Ja, ich weiß. Ich weiß sowohl den dritten als auch den vierten Song. Ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge ich hier reingepackt habe. Deswegen habe ich die Datei geschlossen, bin ich blöd. So, da ist es. So, einmal reinziehen. Das ist für mich jetzt auch eine kurze Überraschung, welcher Song es ist. Aber, ich muss kurz wieder den Timer einstellen. Komm, das Ding ist. Spoiler falsch. Das Ding ist, wenn man am Ende die Namen sieht von den Songs, dann merkt man eigentlich, wie dumm man selber ist, weil man eigentlich die Namen kennt, aber. Yep. Ist halt vergessen hat. Wobei, Ich wusste, dass es Hydra ist, aber ich habe einfach vergessen. Ne? Ich habe einfach den Namen vergessen. Was geht da nicht im Chat, da will die sich gegenseitig anbiefen, ey. Man guckt einmal rein, deine Mutter, wie direkt auf Mutter geht, dein Vater. Wie auch der Jungs, chill doch mal. Mein Chat ist einfach ruhig. So, ich höre den dritten Song rein. Und ihr dürft antworten, sobald es hochgeladen ist. Und zwar jetzt. Oh. Ist ja noch im Emote-Chat. Das weiß ich. Die Frage ist, wer hat das Level gespielt? Hey, das ist schwierig für mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den kenne. Ich kenne den, aber. Ich weiß, wer den gemacht hat, aber ich habe vergessen, wie der Song heißt. Bin ich jetzt komplett behindert oder ist das Rupture? Also das Level. Du bist komplett los. Okay, dann bin ich komplett los. Ich glaube, ich weiß es. Ich bin mir unsicher. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, habe ich. Oh,
Zeit ist doch. Sorry, das, ich geb dir nochmal kurz 5 Sekunden drauf oder 10. Ja, alles gut, ich weiß eh nicht. Alles gut. Ah, bro. Alles gut. Okay, wir haben einfach unterschiedlich lange Antworten. Ich bin gespannt, was da jetzt bei rumgekommen ist. Den Song kannte ich tatsächlich nicht. Also, Goku hat auf jeden Fall recht. Da, ob da jetzt die Striche dran sind oder nicht, ist relativ egal. Es ist. Ah. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ist Forest Dungeon falsch? Also der Song heißt Haunted Woods, soweit ich weiß. Ah, Haunted Woods. Ja. Und aber ihr habt beide Waterflame genannt. Ich weiß nicht, ob ich... Wie machen wir es? Chat, geben wir den Leuten einen halben Punkt oder nicht? Das könnt ihr jetzt gerade entscheiden. Chat, wenn niemand es ganz richtig hat, bekommt man einen halben Punkt, wenn man eins der beiden richtig hat. Ganzen Punkt? Der ganze Punkt gibt's für eine ganze Antwort. Ja. Halben Punkt. Okay, wir geben halben Punkt in so einer Situation. Das passt. Nix. Ich weiß, dass es der von Waterflame ist, weil ich den einfach in meiner Playlist drin hab. Kriege ich vielleicht dann so 3 Mitleidspunkte? Ich dachte erst, es wär Final Battle, der aus Acropolis, aber... Dachte ich auch ganz kurz, aber nur ganz, ganz kurz. Mach ich ein Y für einen halben Punkt, ich hab X für einen ganzen Punkt, Y ist ein halber Punkt. Ja, was ist das für ein Level, weil... Das ist Forest Temple. Deswegen ich hab's irgendwann sogar als Forest Temple erkannt, aber ich habe das Level selbst nie gespielt, deswegen wusste ich das nicht. Ich hab Forest Temple auf meiner Liste eigentlich. So, jetzt kommt ein Song von einem Level, den das wahrscheinlich alle kennen. Aber die Frage ist, wie ist der Song? Ich kannte jedes bis jetzt. Das bringt mir nichts. Sorry. Digga, wenn jetzt das Slaughterhouse-Song kommt, dann antworte ich einfach mit diesen Nachts. Dann gebe ich einfach den Ingame-Song und dann ist gut. Wisst ihr den Slaughterhouse-Song? Weil der ist auf jeden Fall nicht drin, weil der Slaughterhouse ist scheiße. Ich weiß den Ingame-Song, das ist Tenobite Fly Away, aber ich weiß halt nicht, wie der Replacement-Song heißt. Ja, ich auch nicht. Das oder doch, ich weiß, glaube ich. Weil im GDP-Discord gibt es so einen Channel, da kann man sich einfach Replacement-Songs holen für alles Mögliche. Da habe ich mir mal alle runtergeladen und replaced, deswegen habe ich recht viele davon. Praktisch. Crunchy gibt's für Creo Bound einen Minuspunkt. Oh Mann. Nein. Nee, Crunchy kriegt keine Minuspunkte. Niemand. Ja, und gleich noch Schätzfangen, da kann man auch richtig gut abräumen, weil bei Schätzfangen ist es halt darauf ausgelegt, dass ihr die Antworten nicht wisst. Es gibt noch so. Also ich habe eine Idee, was jetzt noch für Songs kommen könnten. Erzähl ruhig, weil ich kann eh nichts mehr an den Songs erinnern. Ich hätte gesagt, vielleicht Falling Up, ein Titan Complex Song. Könnte ich mir vorstellen. Falling Up wäre sehr gut, das wüsste ich. Ich auch. Prismatic Haze wäre nicht schlecht, das wüsste ich zum Beispiel auch noch. Ja, ich auch, oder Dingens, Zodiac. Das Problem bei Creo ist, einen Sound zu finden, der halt so mittelmäßig ist, weil die sind entweder viel zu leicht oder viel zu schwer. Aber ich hätte mir auch den Replaced Karma Song oder so vorstellen können. Vielleicht hast du auch einen Nice Circle Level gehabt. Replacement-Songs, aber Luca hat ja gar keine Replacement Songs, oder? Ja, also ich habe halt eine komplette Geometry-Playlist, wo ich halt die ganzen Songs drin habe. Da habe ich halt die Sachen rausgenommen und dann geguckt, was ich hier benutzen kann. Genau, Song 4, liebe Freunde. Okay, es geht übrigens doch ein bisschen länger als eine Stunde, weil wir viel labern. Aber es ist eigentlich ganz cool. Und zwar habt ihr wieder eine Minute Zeit, wie bei jedem Song. Und ich stelle euch die Frage. Jetzt. Oh, ich weiß es. Oh, komm da. Ich hab vergessen, wie der heißt. Ich weiß wieder nur den Creator. Oh, warte mal. Oh, Freunde. Ach, Scheiße. Halbe Minute ist um. Boah. Den Song höre ich zum ersten Mal. Ich habe ihn schon mal gehört, aber. Ich habe ihn schon so oft gehört. Eher unbekannt. Noch nie Butiti gespielt? Eins von den Doch, Level. Doch, habe ich. Ich habe mir so viele Videos von dem angeschaut. Ich habe schon gehört. Oh, noch 10 Sekunden jetzt. Ich wüsste dann nicht. Ja, das ist auf keinen Fall. Aber, ja, ihr könnt, da ihr halbe Punkte kriegt, dann schreibt ruhig einen Namen rein jetzt.
dann. Ich habe halt echt gar keinen Plan. Weil die Zeit ist jetzt rum. Ja, Mama? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht nur eine Antwort kriegen. Junge, jetzt habe ich wieder den Namen falsch geschrieben, Alter. Wir kotzen mich an. Ich habe einfach irgendwas genommen, so. Creo Bound. Ey, Tommy. Creo Bound. Oh, die Schlicht. F77. Oh, ihr habt's alle falsch. Krass. Ich also, hab's vergessen. Es ist ein Mega-Neko-Song und zwar Nanolove. Okay. Nee, darauf wäre ich nicht gekommen. Okay, krass. Ich hab, darauf wäre ich niemals gekommen. Aber wenn ich jetzt Milkshake von Mega-Neko genommen hätte, wärst du jetzt drauf gekommen? Nein. Ja, Milkshake wäre ich drauf gekommen, weil Milkshake mein Favorite-Song ist. Hätte ich auch zum ersten Mal gehört wahrscheinlich. Okay, krass. Ja, das kommt davon ab, wann die Level spielt, diese Jonathan GD-Zeus-Sachen, ne? Die will ich alle eigentlich spielen, aber ich komme nie dazu und mache dann immer irgendwas anderes. Ist das der Future Funk Song? Das ist Future Funk, ja. Das ist Mutiti 3, ja. Future Funk ist noch irgendein anderer Ding. Habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf. Genau, so, dann muss ja gar nichts ändern. Dann geht es ja nur noch zum fünften Song. Wo ich glaube ich wieder weiß, wie er heißt. Aber ich könnte mich dann gerne noch verbessern, falls du es besser wisst. So, zack. Das macht richtig Spaß, vom das mit den Songs. Es wäre cooler, wenn wir die Level dazu erraten müssten, das wäre cool. Ja, so kleine Levelabschnitte. Das ist halt auch noch eine Idee, aber jetzt an sich geht es genau darum, dass ihr halt eben nicht wisst, wie das Song heißt, sondern nur das Level dazu kennt. Nee, das ist der Gedanke dahinter, weil man es normalerweise eher andersrum weiß. Wie gesagt, eben haben ja gerade alle Napalm im Chat geschrieben, das wäre super easy gewesen, weil jeder kennt Napalm, aber halt den Song dann zu kennen, ist dann nochmal eine andere Sache, ne? Kennt man Napalm eher als Magma Bound? Ich kommt davon, aber eins von beiden kennt man halt auf jeden Fall. Magma Bound ist super toll, das habe ich selbst gespielt, aber Napalm zum Beispiel habe ich noch nicht gespielt. Krass, also ich habe Napalm erst letztens kennengelernt und Magma Bound fand ich immer vom Style her irgendwie komisch. Ich mag dieses Design nicht, was das da drin hat. Weil gut, Magma Bound habe ich mir auch einfacher gemacht mit einem Low Detail Mode. Aber das war halt unplayable davor. Ja, gut. So. Zum Zusatzformat kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar: Den fünften Song. Den kennt man auch. Aber das. Es ist ein bisschen tricky. Aus einem bestimmten Grund. Aber vielleicht. Schaut erstmal selber. Und zwar fangen wir an in 3, 2, 1. Let's go. Oh, Junge. Oh. Ey, aber man muss dazu sagen, die Songs sind wirklich geil. Ich glaube, ich weiß es. Ja, der Typ hat nämlich 200 Songs mit irgendwelchen Zahlen genommen. Oh, das war ein guter Tipp. Wie heißt der? Oh mein Gott, ich weiß nicht. 10 Sekunden noch, Freunde. Ich glaube, ich weiß es. Ist das der Hypersonic-Typ, Alter? Wie heißt denn der scheiß Artist? Ja, ich gebe euch nochmal ganz kurz 5 Sekündchen drauf, bis ihr eine Nachricht reingeschrieben habt, aber ich würde das gerne noch antworten. Ich weiß es, weil der Song in einem Dingens drin war, in einem Gauntlet, deswegen weiß ich das noch. Ey, bitte, wie heißt der Kack-Creator? Ich weiß Crunchy! Es noch. Ja, ich mach's nur, ich hab keine Ahnung, wie es heißt. Okay, wait, ich bin noch auf Spotify. Cool Breaks! Oh Gott! Cool Breaks? Also ich kenne Cool Breaks, aber was ist echt Cool Breaks? Okay, es ist der Song, okay. Okay, dann habe ich es wieder. Es ist Cool Breaks. Ja, es ist Cool Breaks. Ich dachte, es ist Panda Eyes. ich schau einfach irgendwelche Zahlen rein. Geil. Es ist 2011 von Cool Breaks. Aber da kann ich euch... Cool Breaks hätte ich sogar kommen können. Ne, da kann ich keinem von euch einen Punkt geben, leider. Also ich weiß, dass Cool Breaks tausende von Zahlen benutzt, aber ich dachte, es wäre Panda Eyes gewesen. Ich wusste es so sehr, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Ich wusste, Hypersonic ist auch von dem 10.000, aber... Aber Hypersonic ist ja gar nicht der Song, das ist ja gar nicht der Hypersonic-Song. Ja, nicht der Song, aber... Ach so, der Typ, der das auch gemacht hat.
Oh Mann, ey. Scheiße, Mann. Ich find's einfach dumm, keine Antwort zu geben, deswegen einfach irgendwas, dann ist gut. Das ist Maniac. Ja. Perfekt. Ey, krass, aber Aircraft hat's gewusst und. Also, Aircraft hat's komplett gewusst, geil. Woher weiß Aircraft solche Sachen? Ich dachte, Aircraft, du hörst solche Musik nicht. Aircraft hat auch eine Playlist. Ich sehe den immer bei Spotify, dass er irgendwelche GD-Musik hört. Naja, also Zwischenstand jetzt nach 10 Fragen sozusagen haben wir einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 Punkte bei Tommy, 3,5 bei Lolli und 2 bei Crunchy. Okay. Maschallah. Wir haben 3 Songs, die ich nicht kannte. Ja, das ist halt schwierig. Das ist tricky. So, wir haben noch 5 Schätzfragen. Da wird es immer genau einen Punkt vergeben. Also von daher. Jetzt kommt die Aufholjagd. Okay, Crunchy, erster kannst du nicht mehr werden, aber du könntest noch zweiter werden. Ja, aber ich kann noch. Ja. Zweiter. Könnte ich noch erster werden? Du könntest noch erster werden, wenn du alle 5 Punkte holst. Oder 4 Punkte holst und Terminator keinen. Okay. Das wären deine Möglichkeiten, erster zu werden. So, aber die Schätzfragen, die haben es bewusst in sich, weil ihr halt schätzen sollt und nicht wissen sollt. Ja, ich weiß. Vielleicht wisst ihr ja auch. Ja, wo ich auch was sagen kann. Und zwar, die erste Frage, die ihr von mir doch gerne wissen könnt, lautet. Was habe ich denn jetzt hier noch mit denn vorgemacht? So. Wie viele Downloads hat das Level Sonic Wave? Und Stand war gestern 12 Uhr. Und eure Minute startet ab jetzt. Downloads. Okay. Und das ist halt wirklich dann, das genau zu wissen, ist fast unmöglich. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen schätzen. Mach mal Punkte dazwischen, mach mal so. Ich glaube, ich weiß es. Ich denke, das könnte ganz gut sein. Oh, ihr habt alle drei schon eine Antwort, krass. Ja. Ja. Na gut, bei Schätzen muss man nicht viel nachdenken. Da muss man einfach grob so denken, ja, vielleicht in die Richtung so ein bisschen und dann hat man schon, ne? Ja, das habe ich auch gedacht. Kurz okay, also es gibt eine Antwort, da frage ich mich, was soll das? Wir sprechen von Downloads, ne? Bitte was, Lolli? Alles gut? Ja. 32.000 Downloads. Also ja, Leute, hey, die das runtergeladen haben. Ernsthaft, 7 Millionen. Wir haben 7 Millionen, 2,2 Millionen. Okay, ihr seid alle drunter. Ihr seid alle drunter. Sonic Wave hat tatsächlich 14.260.800 Downloads gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich es geguckt habe. Das ist krass, ja, man überlegt es nicht, aber es haben halt viele Leute echt zu der ersten Seite durchgescrollt. Ich habe tatsächlich sowas ähnliches gestern mal nachgeschaut, weil ich geschaut habe, wie viel so die erste Seite hat, aber ich habe halt nicht auf sowas wie Sonic Wave geschaut, sondern nur, wie viel mehr Bloodbath hat als die andere. Und da hat man irgendwie 42 Millionen und der zweite Platz hat irgendwie 15 Millionen oder sowas. Ich habe mir sogar vorhin sogar noch die Downloads extra noch angeguckt, also was meist Downloads ist und meist Likes. Ja, aber wie kommst du auf 32.000? 32.000, das kriegst du, wenn du einen Raid bekommst, hast du es automatisch eingefangen. Es gibt wahrscheinlich kein einziges Extreme, das 32.000 hat. Die noch alle mehr. Naja, also den Punkt kriegt Terminator in dem Fall, weil er am nächsten dran war. Und am höchsten. Er hat halt am höchsten gegessen. Aber, ich glaube, ne, jetzt ist der Sieg für Terminator eigentlich für sich. Es geht nur noch im Battle um Platz 2. Aber ihr könnt natürlich trotzdem noch weiter hart reinsfetten und die Punkte weiter erhöhen. Aber ihr wurdet demoliert, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich hab's predicted von Anfang an, ich wusste es. Ja, aber, ja Crunchy hat ja auch predicted, dass Terminator so ein Crackhead. Das stimmt doch auch. Ja, guck mal, was ich alles wusste. Ah, Mann. Ich feier's trotzdem. So, ich bin mal gespannt. Die nächsten Deswegen Fragen. Ich hab auch auf ihn gebettet. Oh, ich bin froh, dass Kazoo nicht dabei ist bei der Frage, sonst würde er sich jetzt abtriggern. Und zwar, Frage Nummer 2. Black Blizzard. Ja, wie viele Objekte hat Black Blizzard? Und da werde ich jetzt gerne eure Antwort in einer Minute, in 3, 2, 1, let's go. Warte mal. Wie lange haben wir? Eine Minute? Jawohl. Okay. Oh Gott, ey. Ich hab irgendwie eine Zahl im Kopf, aus irgendeinem Grund. Ja, bedenkt immer, dass das Level in 2.0 gebaut wurde. Ich denke sowas grob. Maybe. Keine Ahnung.
Ich kann mir sowas vorstellen. Es müssen ja nicht so viele sein eigentlich. Es gibt ja auch Movie Objects und keine neuen Objects. Die Katze hier rein? Sag mal so viel. Oh, diese Katze, Mann. Irgendwie stelle ich mir halt vor, dass es irgendwie nicht so viel ist, aber trotzdem über, wie sagt man, über dem Maximum ist. Luca geht hier seine Katze schlagen. So, ein Freund von mir spielt aktuell Black Desert und ich habe sogar gestern das deswegen irgendwann gesehen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Kasu spielt doch auch Black Desert. Ja. Oder nicht? Hier im Chat wird sich langsam angenähert, ja, tatsächlich. Also am Anfang war es sehr, sehr weit entfernt, aber es sind tatsächlich gar nicht so viele, wie ich auch am Anfang dachte. Wir haben einmal. Ich glaube, da gehen Leute viel zu hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass da Leute irgendwie auf. Du hast 40.000, 65.000 bei Crunchy und 45.000 bei Ondur Günterkühn. Und es sind tatsächlich nur genau 29.084 Objekte. Was? Ja, es ist echt nicht so viel. Es ist krass. Ach du Scheiße. Ich dachte es mir nämlich auch, so wie es aussieht, das könnte locker wenig haben. Ja. Krass, das Dominator schon wieder den Punkt. Ah, Mann. Was denkst du, mache ich hier? Absichtlich keine Punkte sammeln? Sollen. Nein, alles gut. Es wird eindeutig, egal. Wir haben noch drei Fragen und das heißt immer noch, dass Crunchy Easy Lolli überholen kann. Ich würde dann langsam einen Punkt sammeln. Geht's. Ach du Scheiße, ich muss mit Platz 2 verteidigen. Jetzt muss es mal scheppern kommen. Ja. Ihr bekommt eh keine Punkte mehr, weil ich existiere. Und das ist eine Frage, wer sich zu der Frage ein bisschen informiert hat, der kann vielleicht sogar richtig. Das ist die einzige Schätzfrage, wo man theoretisch auch komplett richtig liegen kann. Aber andererseits daudig ist. Denn, ich muss noch kurz den Timer wieder ready machen. Ich will von euch wissen, warum fehlt da jetzt ein T? Warte mal, die Frage muss ich noch kurz. So, wie viele Creator Points hat der Ponch? Oh. Gott, Zeit läuft. Ich glaube, ich habe eine Zahl. Terminator wieder kommt, wird ganz schnell mit einer Antwort. Ich mache einfach einen Guess, der gut sein könnte. Ich glaube, ich habe ungefähr eine ungefähre Zahl in meinem Kopf. Ich bin gespannt. Und der kann natürlich sein, dass jetzt auch ein Rated Level kurz bekommen, aber der Stand ist auch gestern 12 Uhr die Zeit. Also, das Ding ist, er ist ja halt auch nicht auf der Top 1 bei den Creators. Ich glaube, Platz 3 ist er. Ich glaube, er ist Dritter. Ich habe letztens mitbekommen, wie er nicht mehr Zweiter war, weil irgendjemand ihn überholt hat. Ich habe so blank reingegangen. Aber Loli ist näher dran als ich. Ja, ich kann schon wieder stoppen. Ich habe dir alle eure Antworten gegeben. Wir haben einmal 165 bei Terminator, 223 bei Loli und 112 bei Crunchy. Ich wollte sogar auch 112 sagen. Echt? Ja. Ich musste den Krankenwagen abholen, deswegen habe ich das. Der hat tatsächlich echt viel gebaut. Ne? Also die Antwort ist 231. Du bist echt nah dran. Oha, ich bin echt nah dran. Ja, also so irgendeine. Ich hatte irgendwas mit einer 3 im Kopf. 2, 3. So irgendwie. So ungefähr. Und damit. Zahl falsch. Wir können jetzt nochmal live gucken gehen. Meine Güte. Zahl falsch. Das lasse ich mir nur nicht anfallen, dass die Zahl falsch ist. Wenn die Zahl falsch ist, bin ich lost, aber. Steam. Ja, die wird jetzt, glaube ich, nicht so falsch sein, dass Loli nicht gewinnt. Nein, wird sie nicht, aber. Hier wird gesagt. Jetzt sind es 231, ja, guck. Ja, passt doch. Boah, ich mach das gerade blind, ne? Ja, 231. Was denn? Sie haben das Bein pissen und haben es nicht geschafft. Und damit Ruhe jetzt! Warum nennt dich Crunchy eigentlich Loli? Ist doch egal. Loli? So. Ich nenne auch Terminator Tommy. Ja, Griff. Haben wir jetzt nicht noch zwei Just for Fun Fragen, weil eh niemand. Ja, die Standings sind klar. Aber wir haben noch zwei Just for Fun Fragen und ich finde. Der Form halber machen wir jetzt trotzdem noch. Wir spielen ja sowieso noch nur für den Spaß eigentlich. Ja, an sich. Außer die auf mich gebettet haben. Aber ich hab's eh gesagt. Ich bin nicht so ein Maniac. Ich spiele das einfach nur just for fun. Also das Game auch, ne? Also, ja. Ich habe auf mich selbst gewettet, also.
Ich habe auch auf dich gewettet, also keine Ahnung. Ich hab auch auf Crunchy gewettet. Oh man, Loli. Oh, es werden gleich Punkte gemoved, wenn ich fertig bin hier. Egal, Simon, ich wette auf dich auch 10k. Dann hast du auch ein bisschen Druck im Nacken. So, aufgepasst. Luca, weißt du schon, wer nächste Woche kommt? Nächste Woche weiß ich auch schon. Da werden Gesis, Victor und Basti, genau. Das sind auch, also bei Gates kann ich es gar nicht einschätzen, aber Basti und Victor sind beides schon ganz gut drin im Game. Drei Crackheads. Vor allem Gates ist auch gut im Crater, weil er auch gut dekorieren kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass Gates gut. Aber ich habe auch noch echt viele Cracks offen. Also je nachdem, also das kann ich jetzt gerade schon mal im Chat spoilern. Je nachdem, wie halt. Du hast die wichtigste Frage verpasst, Kasu. Überhaupt, schreib mir mal, Alter. Du kannst auch noch mitmachen. Simon, ich mach bei dir auch 1,5. Oh Gott. Jesus. Genau. Ist nicht Simons Gruppe auch? Der will nicht. Ey. Versweated? Simon, also, das ist das Ding, weil Riolu abgesagt hat und ich bei Leffy noch keine Antwort habe, kann es sein, dass ich die Woche 3 und 4 zusammen move und dann wäre halt Simon mit Fahrrad und Mark Napkin in einer Gruppe und das wäre halt übelst versweated. Das wäre, glaube ich, echt versweated. Dann geht's ab, Alter. Dann muss ich eine schwere Frage auslegen. Hat Louis schon zugesagt oder schon Antwort gegeben, weil der hat ja gesagt, dass er... Ja, Louis ist auch, also wie gesagt, es muss halt entweder eine Vierergruppe sein oder halt, ich muss noch Leute einladen, wie gesagt. Muss man schauen. Eine Einsergruppe wäre auch gut. Einsergruppe. Wir machen also weiter mit der vierten Frage und die ist auch sehr, sehr interessant, weil man sich darüber informieren kann erstens und zweitens, glaube ich, auch so ein bisschen nicht immer im Klaren ist. Hallo Supernova. Und, die Frage lautet, sobald ich meinen Timer eingerichtet habe. Wobei der Timer bei Schätzfragen. Hier hat es ja eh immer schnell, aber ich mache es trotzdem zur Sicherheit. Genau, die Frage lautet: Wie viele Demons gibt es in Game Metal Dash? Auch stand gestern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß, ich bin Demon Grinder. Ich weiß es auch. Oh mein Gott. Ich habe vorhin sogar geguckt, wie viele. Was das erste Demon war. Von damals. Ich denke, ich weiß zumindest sehr grob. Ach komm, wir gehen da noch ein bisschen höher, weil jetzt bestimmt ein paar kamen noch, so die Zahl ungefähr. Ja, so. So, jetzt ich sehe mal schon, ob die Zahl genau auftaucht jetzt hier. Also wenn sie von mir genau auftaucht, dann wäre das ein ziemlich lucky guess, weil ich einfach nur, ich wollte keine gerade Zahl. Also, ich kann auch nur so sagen, wenn ich jetzt nicht ganz nah dran, dann liegt es daran, dass es irgendwie rumgemacht hat. Aber ich habe gestern auch einfach nur Demons und dann auf Suchen gegangen und dann halt auf die letzte Seite gescrollt, irgendwie blablabla bis blablabla von so und so viele. Das habe ich halt geguckt. Und Tominatas Antwort ist 5512. Dann haben wir Crunchy mit 4580. Und, boah, nee, jetzt muss ich ja rechnen, Alter. Oder muss ich rechnen? Also doch, ich weiß schon mal, dass Crunchy falsch ist, weil ich weiß, dass Smithy über 5000 hat. Ja, es gibt auch. Ich war vorhin sogar bei den Recent Levels, also was das erste Demon war. Ich war auf so einer Seite irgendwie 581, glaube ich. 5180 ist die Antwort, die ich mir aufgeschrieben habe. 5180? Ja, dann hat Dummy gewonnen. Ja, ne? Ja, okay, muss ich gar nicht rechnen. Er hat 400, ich habe 600 ungefähr. Ja, gut. Grüß dich, Sinsa. Mein Unterschied ist, glaube ich, genau 333, oder? Ah, nee. das rechne ich nicht aus, weil dann mache ich mich nur so Blamage. Letzte Frage. Ich habe nämlich sowas gesehen halt von einem Demon Grinder und der hatte oben links halt von 4000 irgendwas. Ja, vielleicht ist es schon ein bisschen länger. Ist schon wahrscheinlich ein bisschen länger her. Vor einem halben Jahr habe ich schon gesehen, dass Smithy irgendwie die 4000 erreicht hat. Ja, genau, ja, deswegen. Ja. Und jetzt vor kurzem mal halt irgendwie die 5000, das wusste ich. Ja, ich auch, also das über 5000 wusste ich aber. Dann dachte ich halt so, dadurch, dass der wahrscheinlich jetzt kein von den Extremes viele nicht geschafft hat. Ja, weil wenn man sich das gestern angeschaut hat, wenn man sich gestern gedacht hat, oh, der fragt bestimmt, wie viele Demons es gibt, und dann hat man einfach auch einmal Demons in Suchen eingegeben, dann hätte man es ja schon straight up wissen können. Aber ihr wart ja alle nah dran. Also da wart ihr jetzt wirklich alle in der Nähe. Ich weiß nicht mal, was diese Demons sind. Das musst du auch nicht wissen. Ich habe aber jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, mich vorzubereiten. Ich glaube, damit lag ich richtig. Ja. Du hast 10,5 Punkte, also du kannst ganz entspannt. Ja, ich weiß. So, letzte Frage.
Was habe ich denn da geschrieben? Das ist falsch. Komm schon, letzte Frage muss richtig sein. Das könnt ihr vielleicht sogar wissen. Come on. Fürs Feeling. Das ist natürlich nicht sehr aktuell, weil es in eine bestimmte Richtung geht, aber... Ich weiß, Crunchy, ich believe in dich. Ich believe in dich, dass du noch eine Frage wenigstens noch beantwortest. Danke, danke. Aber ich weiß, dass du sie holst. Ich hole mir ja kurz vorne Premium, was? 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 Kaso, der Gönner. Ich habe eine Idee, was die Frage sein könnte. Ich stell die Frage einfach mal, weil es jetzt eh egal ist. Wie viele Platz Sterne hat der offizielle Platz 1 der GD-Placements? Okay, das könnte ich sogar echt wissen. Also Stargrinding. Oh. Das habe ich echt sogar vor kurzem geguckt. Und der Stand ist halt gestern, ne? Ich glaube ich auch. Ich glaube, das müsste so sein. Das müsste so sein. Ja, ich glaube. Wenn ich da jetzt wirklich falsch liege, dann. Keine Ahnung, bin ich los. Das ist eigentlich dein Ding, ne? Das ist eigentlich. Ja, das andere bei dem Demon-Ding war ich. Ja, da war ich bei irgendeinem drin, aber das kann schon lange her sein. Aber das müsste ich ja nicht echt wissen. Also zumindest sehr close. Ja, okay. Der Typ soll mir mal 1000 Stellen abgeben, Alter, wirklich. Oh Mann. So, ihr habt alle deine Antwort. Das ist irgendwie komisch. Mhm. Da lebt jemand wieder an der GD-Community vorbei, habe ich das Gefühl. Aber sonst. Ich war am Überlegen, ob ich auch rund 180.000 nehme. Ihr seid alle, glaube ich, da dran. 222.222, 145.000. Und 208.000. Oh, das ist sehr nah dran. Das ist sehr nah dran. Also mein Stand jetzt gerade, also gestern um 12 Uhr, war 204.399. 204.399, was? Also 204.399. Also, ach so, also Crunchy hat's. So, genau. Crunchy ist am nächsten dran, um irgendwie nicht mehr 400 Sterne. Geliebt. Und da haben drei Leute über 200.000. Also Smithy cool und? Das sehe ich mich doch. Das ist dann auch mein Gebiet einfach. Ja, immer dass du da deine Ehre verteidigst, ne? Ja, klar. Und ich habe echt vor kurzem noch da reingeguckt einfach, just for fun, und sehe so irgendwas so knapp über 200.000. Dann dachte ich mir, ja komm, da bin ich ja nicht. Ah, sorry. Boah, geiler Beat. Ja, hier, Gormuk GD, congratulations to Gormuk GD for being the third player to reach 200.000 stars. Okay. Gestern. So. Ich gehe mal ganz den Endpunktstand für euch in den Chat durch. Wir haben auf der 1 Terminator mit 10,5 Punkten. Oha. Ziemlich stabil eigentlich. Stramm, wirklich. Macher. Dann haben wir Lolly auf der 2 mit 4,5 Punkten. Und dahinter Crunchy mit 3 Punkten. Auch nicht schlecht. Bye-bye.